Hallo Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer Tour im Erzgebirge. Ja, liebe Pilzfreunde, ich bin heute im Erzgebirge und zwar bin ich wieder eingeladen worden vom Marco Feldmann. Der ist hier ja in der Nähe von Frauenstein Pilzsachverständiger und der hat mir ganz tolle Sachen erzählt, was wir heute hier vielleicht finden könnten. Ich bin ganz gespannt, ob wir Glück haben und nehme euch gerne wieder ein Stück mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Film. Ja, hallo Pilzfreunde, der Bernd hat mich ja schon mal vorgestellt. Also ich bin ebenfalls Pilzsachverständiger seit 2014. Wir werden heute hier in die Pilze gehen, im Gebiet von Lichtenberg bis Zinnwald. Wir gehen von 400 Meter bis ca. 800 Meter in Höhe. Und ich würde sagen, wir werden richtig schöne Sachen finden. Ich war gestern schon mal schauen und wir freuen uns schon drauf. So, liebe Pilzfreunde, wir sind jetzt unterwegs an die erste Stelle. Der Marco hat mir erzählt, dass es da was ganz Interessantes zu finden gibt. Hier kann es wirklich ein bisschen anders aussehen als bei mir zu Hause, weil wir ja hier von der Höhenlage ganz anders sind. Also hier ist es wirklich etwas höher. Das heißt natürlich auch, dass es hier ein bisschen kälter ist. Ich musste mich heute richtig warm anziehen. Bei uns zu Hause ist es schon ein bisschen wärmer. Ja, und da ist es natürlich so, dass die Pilzarten von der Zeit etwas später hier noch zu finden sind als bei uns. Da sind viele Sachen da schon durch und wir sind auch gleich angekommen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich euch was zeigen kann. So, Pilzfreunde, wir sind angekommen und hier zeigen sich ein paar sehr farbenfrohe, hübsche Pilze. Und der Marco wird uns gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und zwar ist es so, ein Kollege von mir ist hier voriges Jahr im Januar lang gegangen, die haben Treibjagd gemacht und hatte mir diese Pilze geschickt. Ja, und da habe ich gar nicht gedacht, dass die bei uns überhaupt geben könnte. Wir haben es dann mikroskopiert und es handelt sich hierbei um den österreichischen Prachtbecherling. Und ich freue mich natürlich riesig, dass dieser Pilz hier in meiner Gegend auch heimisch geworden ist. So Leute, und ich zeige euch mal hier diese Stelle noch ein bisschen, weil neben diesem ganz hübschen, so herzförmigen Exemplar hier, stehen hier überall noch viel mehr. Also hier überall sind die noch zu finden. Das ist wirklich eine richtig schöne Stelle. Ich muss auch aufpassen, wo ich hier hintrete, damit ich hier keinen zertrete. Aber hier sind überall welche zu finden. Das ist eine Pilzart, die wäre sogar essbar. Aber ich sammle die grundsätzlich nicht ein, weil die sind einfach zu selten und zu schön. Und da kann man sich besser dran erfreuen. Aber es ist schon erstaunlich, dass die jetzt hier eben noch zu finden sind. Bei mir zu Hause sind die schon lange durch. Da hatte ich die so im Januar, Februar zu finden. So, Pilzfreunde, wir sind jetzt an der nächsten Stelle angekommen. Vielleicht sieht man es hinter mir. Hier steht so eine einzelne Birke und dahinter sind alles Lärchen. Und hier vorn ist so ein alter Holzlagerplatz. Und hier sind wir mit Absicht hin. Der Marco hat mir hier was gezeigt und ich bin ganz aus dem Häuschen, weil die Art, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, ist bei mir ganz, ganz selten zu finden. Und hier steht die wirklich in großen Mengen. Also ich kann es gar nicht fassen, wie viele hier sind und was für schöne Exemplare, riesengroße Dinger und auch noch ganz kleine Junge. Aber jetzt schauen wir sie uns mal an. So Leute, jetzt kann ich euch hier diese Prachtexemplare zeigen und der ein oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben. Das hier ist die Frühjahrslorchel oder Frühjahrsgiftlorchel auch genannt. Das sind hier wirklich eine ganze Menge stehen, hier wirklich richtig große Exemplare. Man sieht hier auch sehr schön diese hirnartigen Windungen, was jetzt hier die Art zum Beispiel von Morcheln unterscheidet. Ja, also da haben wir sie mal, die Frühjahrslorchel. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass die eigentlich nur in sandigen Kiefernwäldern zu Hause ist. Und bei der Suche nach Morcheln ist die uns dann auch mal mit aufgefallen, ja, dass die in großen Mengen auftritt. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Sie ist natürlich sehr giftig, unter Umständen sogar tödlich giftig. Sie ähnelt das hitzeinstabile Gift Gyrometrin. Es soll durch Kochen und so entgiftet werden, aber ich kann euch nur von Versuchen abraten. Es kann wirklich zu schlimmen Vergiftungen kommen und die essen wir natürlich nie. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass die auch bei mir im Erzgebirge heimisch geworden ist. Ist eine feine Sache, die jedes Jahr wieder hier zu finden. Ich finde sie ca. 4 Jahre jetzt schon hier und freue mich immer wieder, wenn wir sie finden im Frühjahr bei der Morschensuche.
Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass wir hier an einem Waldstück sind mit Lärchen. Aber ganz entscheidend hier davor, seht ihr, hier ist so ein alter Holzlagerplatz. Und hier liegen überall Rindenstücken. Und hier dazwischen wachsen überall die Frühjahrslorcheln. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen hier ab, um euch das zu zeigen. Hier eine große, hier eine kleine, hier sind die nächsten. Hier ist wirklich alles voll. Also man muss ja wirklich aufpassen. Ja, das geht hier überall so weiter. Schaut mal, hier auch ein wunderbares Exemplar. Hier sind so ganz kleine, ganz frisch raus. Hier auch der Marco zeigt mir gerade hier auch eine ganz wunderbare Gruppe. Hier setze ich auch die Kamera nochmal hin. Schauen wir uns nochmal ganz genau an. Also hier eine ganz wunderbare Gruppe. Oh, die sehen ja wirklich fantastisch aus. Hier auch so ganz dunkle Exemplare. Und da seht ihr auch schon einen Unterschied. Wer es vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen hat, die Riesenlorchel, die ist wesentlich heller und von der Farbe erinnert die an die böhmische Werbel, die ich ja auch oft schon gezeigt habe. Aber hier die Frühjahrslorchel oder Giftlorchel hat dann wirklich so schöne kastanienbraune, fast schwarzbraune Farben. Ja, es geht weiter mit unserer Tour. Wir sind jetzt schon wieder an einer anderen Stelle. Also wir legen heute schon ein bisschen Strecken zurück. Und hier unten gibt es wieder eine Frühjahrslorchel und die zeige ich euch gerne nochmal. So, schaut mal, Pilzfreunde, hier hinter diesem Rindenstück versteckt die sich ein bisschen. Das ist ja wieder ein ganz ähnlicher Standort, eben mit solchen Rindenstücken, so ein alter Holzlagerplatz. Und schaut mal, wieder ein wunderschönes Exemplar. Ganz fantastisch und für mich wirklich was Besonderes, weil bei mir in der Ecke sind die praktisch fast nie zu finden. So, liebe Pilzfreunde, wir sind an der nächsten Stelle angelangt und auch hier wieder so ein alter Holzlagerplatz. Also hier seht ihr überall so Rindenstückchen und hier hat mir der Marco wieder etwas Schönes gezeigt. Wir gehen gleich mal hier ran. Vielleicht könnt ihr schon was sehen, aber wir schauen uns die Kollegen hier gleich mal von nahen an. So, schaut euch das mal an. Hier gibt es eine wunderbare Morchel, das ist hier auch eine der Spitzmorcheln, ein ganz feines, junges, knackiges, zartes Exemplar. Ich bin wieder ganz aus dem Häuschen. Heute wird das von der Artenvielfalt eine richtig tolle Tour, ein richtig tolles Video. Und wenn ich hier nach rechts weiterschaue, zeige ich euch gleich mal, da steht hier wirklich noch ein Exemplar, auch eine wunderbare, junge, zarte Spitzmorchel. Ganz fantastisch. So Leute, wir sind an der nächsten Stelle angekommen und hier stehen schon wieder Frühjahrsleucheln. Es ist wirklich unglaublich, was hier los ist. Ich habe noch nie so viele Frühjahrsleucheln gesehen. Ich habe euch ja vorhin schon mal erzählt, ach hier ist wieder eine, dass die bei mir ganz, ganz selten sind und hier wirklich Mengen von denen zu finden. Also hier die Stelle ist ja auch wirklich toll. Schaut euch das mal an. Also hier wirklich wunderbare Exemplare. Hier ist noch mal schön die Hutstruktur zu sehen. Also dieses hirnartige Gewundene, was jetzt eben genau der Unterschied ist zu der wabenartigen Strukturen der Morcheln. Die hier ist auch ab. Und Leute, ich werde euch die hier auch mal im Schnittbild zeigen. Ach, hier stehen noch mehr. Ist ja verrückt. Also so wie ich hier rede, sehe ich hier noch mehr. Hier steht wirklich alles voll. Und hier ist mal ausnahmsweise ein helleres Exemplar. Das kommt auch mal vor, wenn es auch nicht ganz so typisch ist. Also die meisten sind hier wirklich so schön dunkel wie diese hier.
So, jetzt habe ich hier mal die Frühjahrslorchel durchgeschnitten. Man sieht hier eigentlich auch sehr schön in den hohlen Stiel und diese unregelmäßige Struktur. Also das ist hier wirklich ja, ganz interessant, so labyrinthisch, eben einfach von diesem hirnartig gewundenen Hut. Ja, schauen wir mal hier so ein bisschen. Ich gehe hier mal so rüber. Man sieht auch sehr schön dieses wachsartige, brüchige Fleisch, was hier auch ganz typisch ist für die Lorcheln und für die Morcheln natürlich auch. Aber hier auch mal im Schnittbild kann ich euch das mal zeigen. So, Pilzfreunde, jetzt kann ich euch mal was ganz anderes zwischendurch zeigen. Hier an dem alten Stumpf, da wachsen so Porlinge, die haben so einen schönen zimtbraune Farbe. Und das Besondere ist hier eigentlich der Geruch, dann das ist der Fenchelporling. Ich habe hier mal so ein kleines Stück vom Hut abgemacht. Riecht ganz wunderbar, ja, so nach Fenchel oder Hustenbonbons, Eukalyptusbonbons, so in der Richtung. Ist ein ganz toller Geruch. Und ja, auch immer was Besonderes, wenn man sowas mal jemandem zeigen kann. Na, mit so einem Geruch rechnet man nicht unbedingt bei Pilzen. Ganz wunderbar. Also Leute, ich bin total hin und weg. Das hört hier mit den Frühjahrslorcheln überhaupt nicht auf. Wir sind hier an so einem Wegrand, ja, und hier so an der Böschung, da stehen die Burschen eine an der anderen. Ist ja unglaublich. Einfach nur verrückt. Frühjahrslorcheln ohne Ende. Die nächste, also hier die Stelle auch, Wahnsinn. Ach, hier drüben stehen die nächsten, verstecken sich hier ein bisschen unterm Gras. Absolut verrückt. Ja, liebe Pilzfreunde, wenn ihr ganz neu hier auf meinem Kanal seid, dann bitte abonniert den, da freue ich mich immer drüber. Aktiviert auch die Glocke, da werdet ihr informiert, wenn es hier etwas Neues gibt. Und über einen Daumen nach oben, sofern euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich genauso. Und wer Lust hat, schaut auch gern mal auf meinem Online-Shop vorbei. Da gibt es viele schöne Artikel rund um Pilze und darüber hinaus. So Leute, und weiter geht die Tour. Wir sind immer noch unterwegs. Jetzt sind wir an der nächsten tollen Stelle. Hier ist wieder so ein Holzlagerplatz am Rand vom Wald. Hinter uns, na, hier sind vor allen Dingen wieder Fichten. Hier vorne, wie gesagt, Holzlagerplatz mit vielen, vielen Rindenstücken. Und hier steht doch wieder einiges, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. So Leute, schaut euch das mal an. Hier eine wunderbare Dreiergruppe der Spitzmorchel. Das sieht doch fantastisch aus. Ich mache hier gleich mal eine bisschen raus. Schaut euch das mal an. Richtig tolle, frische, knackige Exemplare. Also hier an der Stelle schauen wir uns natürlich ganz genau um. Und hier so beim Reden, da sehe ich schon noch mehr stehen. Ich schwenke mal hier ein bisschen rüber. Hoppsala. Schaut mal, da ist die nächste. Also hier wirklich an der Stelle, hier sind mehrere. Hier schauen wir uns ganz genau um und hier nochmal zeige ich euch, wie das hier aussieht. Hier wirklich überall diese Rindenstückchen, eben so ein alter Holzlagerplatz. Also an solchen Stellen könnt ihr schauen, wirklich auch in Fichtenwäldern, an Wegrändern, wo solche alten Lagerplätze sind, da könnt ihr Glück haben. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt kann ich euch nochmal was ganz Besonderes zeigen. Eine Pilzart, die bei mir auch nicht häufig zu finden ist. Ich habe sie selber wirklich vor ein paar Jahren gefunden, seitdem nicht mehr, und hier stehen wirklich eine ganze Menge davon. Und die Tochter vom Marco hat die entdeckt, die wird sie uns gleich zeigen. Die ist nämlich heute auch mit auf der Tour. Hallo Pilzfreunde, das ist die Scheibenlorchel und in so eine große Menge habe ich sie auch noch nie gesehen. Jetzt schauen wir uns die Scheibenlorchel noch mal von nahen an. Seht ihr? Und hier steht wirklich eine an der anderen. So habe ich sie wirklich auch noch nie finden können. Meistens solche einzelnen Exemplare wie hier oder in so kleinen Gruppen. Aber die stehen hier dicht an dicht. Und wir gehen auch mal hier vorne hin. Hier an der Seite stehen sie auch noch mal ganz dicht gedrängt beieinander. Das ist ja wirklich verrückt. Der Rand ist hier schon so ein bisschen eingetrocknet. Ja, hier haben sie so einen oder einen Frostschaden, kann natürlich auch sein. Aber wirklich Unmengen. Naja, bei der Art ist auch zu sagen, dass man sie für Speisezwecke eigentlich nicht sammeln sollte. Hier trifft eben das zu, was für alle Lorcheln zutrifft. Die enthalten alle mehr oder weniger viel Gyrometrin, also dieses Gift, was aber eben auch leicht flüchtig ist. Also die Art enthält relativ wenig. In einigen Büchern, auch in älteren Büchern, steht sie sogar teilweise noch als Speisepilz drin, wenn ich mich nicht irre. Aber
empfehlenswert ist das nicht. Ich würde es niemandem empfehlen. Macht da keine Experimente und erfreut euch nur daran. Ja Leute, und wieder haben wir schöne Funde machen können. Hier wieder eine Spitzmorchel. Wir sind jetzt wieder an einer anderen Stelle. Also das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Das macht einfach nur Spaß, hier unterwegs zu sein. Wir holen die hier mal raus. So, schaut mal, die sieht doch fantastisch aus. Ein ganz tolles Exemplar. Ganz wunderbar. Jetzt kann ich euch hier nochmal bei dieser Spitzmorchel etwas zeigen. Die ist ja nicht so wirklich spitz. Und hier haben wir noch eine, die ist so richtig rund. Es sind trotzdem Spitzmorcheln, also was aus der Gruppe und keine Speisemorcheln. Weil die Rippen, die also in Längsrichtung von oben nach unten gehen, die sind hier immer stärker. Und diese Querverbindung, die sind immer schwächer, liegen auch etwas tiefer. Und das ist ein Zeichen für die Gruppe der Spitzmorcheln. Wenn wir jetzt eine Speisemorchel hätten, dann ist das hier eine ganz unregelmäßige, wabenartige Struktur. Aber hier braucht man natürlich ein bisschen den Blick dazu, weil gerade die beiden Exemplare sehen jetzt nicht unbedingt typisch nach Spitzmorchel aus. So, liebe Pilzfreunde, hier hinter mir das Weiße, das ist tatsächlich Schnee. Das ist wirklich noch ein Schneehaufen hier. Und da seht ihr mal, dass man hier auf einer anderen Höhenlage sind und dass es hier wirklich kälter ist und die Pilze wirklich einfach später erscheinen. Deswegen heute die Funde eben ein bisschen anders sind und das macht die Tour heute ganz interessant. Also hier könnte man noch einen Schneemann bauen und eine Schneeballschlacht machen. So Leute, und wieder sind wir an einer schönen Stelle angekommen und ich zeige euch mal, hier blüht der Huflattich noch so richtig schön. Der ist bei mir eigentlich schon durch. Und auch hier sieht man wieder, dass hier in der Gegend alles etwas später ist. Und schaut mal Leute, diese wunderbare Morchel. Also ein ganz tolles Exemplar. Und hier oben steht, glaube ich, noch eine. Ich muss hier ganz vorsichtig sein. Also auch immer wieder der Huflattich. Und auch hier wieder eine ganz feine. Ja Leute, wir sind jetzt ja hier in so einem Fichtenwald unterwegs. Und da haben wir hier was gefunden, das ist bei mir schon lange durch, habe ich dieses Jahr auch schon finden können und wir schauen uns das gleich mal an. Und Leute, hier finden sich tatsächlich nochmal Fichtenzapfenrüblinge und da sieht man eben wieder, dass hier in der Gegend alles etwas später ist. Also hier ganz wunderbare Exemplare, hier hinten, der ist noch dran und hier direkt links daneben ist der Fichtenzapfen-Helmling. Das ist so ein typischer Verwechslungspartner mit einem starken Chlorgeruch. Man sieht aber auch schon, dass die Hutform eine andere ist. Hier kommt auch der Name Helmlinge her, weil wir hier so einen glockenförmigen, helmartigen Hut haben. Und bei den Zapfenrüblingen, da ist der Hut also sehr schnell so gestreckt, flach ausgebreitet und nur wenn er jung ist, ist er stärker gewölbt. Also der Fichtenzapfenrüebling ist essbar, den kennt ihr ja vielleicht auch schon aus meinen Videos. Und der Fichtenzapfenhelmling, der ist ungenießbar. Hier müsst ihr gut aufpassen, falls ihr den Rüebling für Speisezwecke sammeln wollt. So, wir sind jetzt hier wieder an der Stelle. Hier stehen die Zapfenrüblinge wie gesät. Also wirklich alles voll, was bei mir schon komplett vorbei ist. Hier zwischendrin sind nochmal alte Beutelstäublinge, also hier die Basis, die bleibt lange noch erhalten, aber hier wirklich wie gesät die Fichtenzapfenrüblinge. Aber wenn man die sammelt, man muss gut aufpassen, hier wieder so eine tolle Stelle, alles voll, weil hier stehen auch überall die Helmlinge dazwischen. Also hier wieder eine Stelle und hier tatsächlich wieder der Fichtenzapfenhelmling, der ungenießbare mit dem typischen Chlorgeruch. Auch hier gibt es noch mal einen Schwenk über eine Stelle mit den Fichtenzapfenrüblingen. Und hier ist wirklich alles voll. Ist wirklich unglaublich, was hier steht an Mengen. Und bei mir definitiv keine mehr. Die sind wirklich durch. Die sind auch wirklich nur kurz erschienen, dann waren sie schon wieder verschwunden. Und hier immer noch alles voll. So Leute, jetzt haben wir hier noch mal eine schöne Stelle gefunden. Hier wachsen noch mal die Scheibenlorcheln. Also hier auch ganz wunderbare, schöne Exemplare. Richtig schön groß und hier überall welche verteilt. Also auch ein ganz wunderbarer Fund. Aber die bleiben hier stehen.
Ja, Pilzfreunde, und wieder sind wir an einer anderen Stelle angekommen. Schaut mal hier, die beiden sind da schon am Schauen und Suchen und Finden, glaube ich. Ja, weil hier haben wir wieder eine Stelle, da gibt es wieder die Spitzmorcheln. Leute, ich bin hin und weg. Das hat sich heute bisher wirklich unheimlich gelohnt. Das ist jetzt auch die letzte Stelle, an der wir hier so sind. Aber jetzt zeige ich euch gleich nochmal die Funde hier. So, schaut euch das mal an. Wir gehen jetzt einfach mal hier so ab. Hier ist eine, hier ist die nächste. Da ist noch so eine kleine nebenan. Ich zeige euch auch noch mal den Platz hier ein bisschen. Also hier wieder solche Rindenstücke und so weiter. Also so ein alter Holzlagerplatz. Hier ist wieder eine, auch wunderbar. Und hier oben, ich komme gleich mal zu euch. Oh, hier ist wieder eine. Hier, wunderbar. Oh, hier sieht sie auch toll aus. Ist ja verrückt. Also ich zeige die euch jetzt einfach mal hier. Ganze Menge. Ist ja unglaublich. Meine Herren, das hört ihr hier gar nicht auf an der Stelle. Ist ja verrückt. Also hier kommt sicherlich einiges davon in das Sammelkörbchen. So, meine lieben Pilzfreunde, wir hoffen, euch hat euch die kleine Wanderung hier im Erzgebirge gefallen. Es sind ja viele schöne Funde da. Ich würde sagen, bis bald. So, liebe Pilzfreunde, ich bin jetzt ein Stück mit dem Auto gefahren, bin beim Gunter Redwans angekommen. Wir wollen dann hier auch noch mal eine kleine Tour machen und steigen dann gleich ins Auto. Und ich werde euch jetzt gleich mal hier etwas zeigen, was er hier schon mal mitgebracht hat. Da kommen wir nämlich heute nicht hin, das ist ein bisschen zu weit, aber das ist eine ganz interessante Pilzart. Hallo Pilzfreunde, servus. Ich habe hier ein paar Pilzchen mitgebracht. Die findet man Anfang Mai und dann im Herbst nochmal. Also der Pilz heißt Sumpfhaubenpilz, wächst in fließenden, klaren Bächen, massenweise, zum Teil ergiebig, kein Speisepilz, ein Schlauchpilz, das heißt ein Askomycet. Bevorzugt solche Standorte mit Moos, fauligem Laub und auch Hölzern. Wächst auch an solchen Zapfen, wie man hier sieht. Also ein farbenfroher, wunderbar, weithin sichtbarer Pilz. So Leute, wir haben jetzt hier mit dem Gunter den ersten Standort erreicht und er hat mir hier auf so einer, ja, unscheinbaren trockenen Wiese was Interessantes gezeigt. Das ist die hochgerippte Becherlorchel. Ist auch kein Speisepilz, aber ein ganz interessanter Fund. Hier eben besonders, ja, hier an diesem Stielteil gehen diese Rippen oben in diesen Hutteil über. Das ist ein ganz typisches Merkmal für die Art. Sehr schöner Fund, ist nicht ganz so häufig. Ich selber habe sie bei mir wirklich lange Zeit nicht gefunden. Aber ich muss euch sagen, Pilzfreunde, hier auf der Wiese stehen überall welche. Also hier ist wirklich ein besonders schönes Exemplar. Aber wenn man eben so von oben schaut, sind die gar nicht so einfach zu entdecken. Die kann man manchmal mit so einem welken Blatt verwechseln. Aber ihr seht schon, hier, hier und hier sind hier überall welche. Ja, und wenn ich hier weiterschaue, hier ist wirklich alles voll. So Pilzfreunde, ich bin jetzt hier an einer anderen Stelle. Wir sind jetzt wirklich in den Wald gefahren von der Wiese vorhin weg. Und der Gunter hat mir hier so ein paar tolle Sachen gezeigt. Und es sind wieder Frühjahrslorcheln und ganz prächtige Exemplare. Also Leute, ich habe heute so viel Frühjahrslorcheln zu sehen bekommen. Das ist wirklich unglaublich, weil die eben bei mir zu Hause kaum zu sehen ist. Also wir schauen sie uns jetzt gleich mal an. So, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen drüber. Hier stehen wirklich mehrere und eine schöner als die andere. Also hier so ein prächtiges Exemplar, eine kleinere daneben, wieder eine hier. Und auch hier wieder eine. Und wenn ich hier rüber gehe, da drüben kommt man jetzt ein bisschen schlecht ran. Da stehen noch mehr. Also die vorne dort, die ist auch sehr, sehr schön. Ich gehe hier mal ein bisschen mit dem Zoom ran. Seht ihr, auch ein wundervolles Exemplar. Und da drüben sehe ich wieder eine. Genau. Also auch hier an der Stelle ist die Art wirklich in Mengen zu finden.
So, wir sind jetzt wieder an einer anderen Stelle angekommen und der Gunther hat mir hier was richtig Seltenes gezeigt. Das ist die schwarz-weiße Becherlorchel. Da haben wir schon eine gewisse Ähnlichkeit zur hochgerippten Becherlorchel, die wir heute schon mal uns anschauen konnten. Aber es gibt eben auch ein paar Unterschiede, gerade hier bei dem Fruchtkörper sehr schön zu sehen, dass die hier oben fast komplett geschlossen ist. Das ist so ganz typisch. Dann haben wir hier einen stärkeren Farbkontrast zwischen der dunklen Innenseite und der hellen Außenseite. Und die Rippung am, ja, zur Basis hin, was man jetzt hier nicht so gut sieht. Ich will die auch nicht abmachen, weil sie eben so selten ist. Also diese Rippenstruktur geht eben nicht so weit in den Hutteil über und beschränkt sich auf den Stielteil. Liebe Pilzfreunde, hier an der Stelle gibt es mal eine kleine touristische Information. Hinter uns seht ihr diesen Felsen. Hier hat ein Einsiedler gewohnt, der hieß, ich lese es nochmal ab, der Einsiedler Diepold oder Dippold. Und der hat dem Ort Dippoldeswalde seinen Namen gegeben. Wir sind ja jetzt hier grob in der Gegend um Dippoldeswalde unterwegs. Also hier kann man sich anschauen, hier gibt es eine Infotafel. Ja, und hier dahinter der Stein, da hat dieser Einsiedler gewohnt. So, Pilzfreunde, der Gunther hat mich hier noch an eine ganz tolle Stelle geführt. Das ist hier wirklich so ein kleiner Wasserlauf, der geht hier von oben da so sanft herunter. Ist eine ganz hübsche Stelle hier und am Rande ist alles voll satt grünem Moos. Und in dem Moos leuchten ein paar hübsche Pilze. Die habe ich euch heute schon zeigen können, aber hier sind sie wirklich an ihrem natürlichen Standort. Und ja, das ist wieder der Sumpfhaubenpilz, wirklich eine seltene Pilzart. Aber hier gibt es ein richtig gutes Vorkommen. Und wie gesagt, wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Ich hoffe mal, es kommt jetzt auf dem Video gut rüber. Aber hier diese schön leuchtend gelben Pilze, die heben sich doch wunderbar von dem grünen Moos ab. Ich gehe hier noch mal ein bisschen näher ran mit dem Zoom. Ich denke mal, jetzt sind sie richtig gut zu sehen. Also wirklich etwas ganz Besonderes, was ich euch heute hier zeigen kann. Der Sumpfhaubenpilz, ja, an solchen Standorten hier ist er eben ganz typisch. So, liebe Pilzfreunde, jetzt werde ich die wunderschöne Tour durchs Erzgebirge langsam beenden. Also auch die Ecke mit dem Gunther sind wir jetzt durch. Wir haben ganz tolle Funde gemacht. Der hat mir richtig tolle Sachen zeigen können. Ich bin rundum zufrieden. Ein richtig toller Tag. Das Wetter auch optimal. Den ganzen Tag Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Leute, was will man mehr? Also ein richtig toller, rundum gelungener Pilztag. Naja, und wie immer und gewohnt, liebe Pilzfreunde, gibt es natürlich auch heute wieder den Blick in den Korb. Aber nicht wundern, da liegen ein paar Sachen drin, die nicht für Speisezwecke geeignet sind. Aber die taugen morgen als Fotomodell und ich werde von den ein oder anderen Sachen ein Exikat anlegen. Also deswegen die im Korb drin. Ansonsten ist der Korb heute richtig gut gefüllt. In diesem Sinne, liebe Pilzfreunde, werde ich mich jetzt verabschieden und vielleicht sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also, bis dahin, tschüss!